Ich mag diese Frau nicht. Ich auch nicht wirklich, aber okay. Ja, dann zickt ihr mal ein bisschen rum. Und ich gehe jetzt einfach mal nach Itori. Nee, jetzt will ich erstmal. Jetzt darf ich mich auch frei bewegen. Jetzt will ich erstmal unten gucken, ob der Angler was Neues hat. Ich habe das irgendwie so eine Erinnerung, dass wir von dem Angler noch ein Juwel bekommen. Ich will die zwar nicht haben, aber irgendwie ärgert mich das. Uff, ich schaffe es nicht. Hier. Ich helfe dir. Geht das vielleicht tatsächlich? Hätte sein können, dass ich dir den Fisch so hochziehen kann durchs Wasser. Wäre ja eine Idee gewesen. Aber anscheinend geht es nicht. So, Leute, seid ihr immer noch hier drin? Tatsächlich. Was ist mit dir, Will? Du siehst bedrückt aus. Willst du nicht darüber sprechen? Ich werde... Du willst immer noch gewinnen. Was ist los? Wie war das? Wie war seine Stimme nochmal? Was ist los? Du benimmst dich nicht so. Hä? Du benimmst dich nicht so? Was ist das für ein Satz? Du benimmst dich nicht so wie... Ach so, da ist ein Komma. Wie der gute alte Will. Oh, Sau. Aha, freut ihr euch jetzt? Nö. Ich kann manchmal die Punkte und die Kommas nicht voneinander unterscheiden. Ich weiß nicht, ob das an meinen Augen liegt oder... Ich muss übrigens dazu sagen, mein Aufnahmebildschirm ist ein bisschen größer jetzt geworden. Ja, das ist schon mal cool. Weil ich habe mir einen neuen Bildschirm angeschafft. Ich habe jetzt auch so einen 16:9 Bildschirm. Was ist das für einer? 22 Zoll, genau. Und vorher hatte ich halt... Na, die Hälfte ist jetzt übertrieben, aber... Erheblich kleineres Bild hatte ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich doch einiges größer hier. Das ist so. Ich habe ja den falschen Knopf gedrückt, ne? Ja, geil. Lass mich doch raus. Ich kann nur zurück. Ach so. Wieso darf ich nicht nach Itori? Wir wollten doch alle zusammen nach Itori. Oh. Wir waren hier noch gar nicht drin. Wollen wir hier mal gucken? Ach so, hier ist die Schule. Der Lehrer ist immer noch da. Was ist los, Will? Du spielst... du siehst aus, als würdest du wieder etwas aushecken. In der Tat. Weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzel zu verlängern. Was ist mit euch? Zickt ihr immer noch rum? Ach, jetzt seid ihr hier unten. Ach, guck an, jetzt fragt sie. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin sicher, dass alles gut werden wird. Wenn ihr befreit seid, können wir aufbrechen. Bereit seid, können wir aufbrechen. Cool. Du hast es aber eilig. Warst du schon jemals vom Schloss weg? Nein. Deshalb will ich auch euch... ne? Weißt du überhaupt, was in der Welt passiert? Will ist mein Freund, verstanden? Nee, andersrum. Ich glaube, das soll heißen, Will ist mein Freund, verstanden? Hey, Will, bist du nicht auch mein Freund? Ja, na klar. Ja, ich gehe... Ist da... Ich sag ins... Ich gehe ins Dorf. Ne. Ja, na klar, gut. Ich freue mich, Will. Komm bitte, gib mir deine Hand. Zusammen beginnen die drei ihre Reise zu Lillys Dorf. Itori! Ich trinke einen Schluck. Ah. What a tea. Könnte auch Itori heißen, ich weiß es nicht. Ich nenne es Itori. Oder Itori, ich keine Ahnung. Jetzt sind wir in Itori. So. Was ist... das ist mein Dorf. Ihr seid sicherlich überrascht, keine Häuser zu sehen. Will spielt die Melodie... Nee, spiele die Melodie, die du von Lola gelernt hast. Ja, dann spiel. Ach so. Wohin gehst du, Will? Spiel die Melodie. Gut. Ist ja eine schöne Melodie, aber so langsam kennen wir sie. Hat ein bisschen was von der Drei-Fragezeichen-Melodie. Also nicht von der Titelmelodie, sondern von einer Melodie, die zwischendurch mal vorkam in den Folgen 20 bis 30 oder so. Oder 30 bis 40. Irgendwo da gab es mal eine andere Titelmelodie und ja, so ähnlich. Ja, sowas in der Art jedenfalls. So ähnlich klingt die auch.
Durch den Wind getragen verteilt sich die Melodie über dem ganzen Dorf. Über den ganzen Ort, so. Aha. Ein Dorf. Seid ihr überrascht? Eine Barriere umgibt das Dorf. Die wenigsten Leute können es sehen. Es ist ein uraltes Mysterium. Die Prinzessin nervt langsam. Ständi beklagt sie sich. Ohne G. Ständi. Wir sind Bayern, gell? Ich kann nichts dafür. Meine Füße tun weh. Na gut, dann komm mit mir. Ich zeige dir mein Haus. Ja, haut ihr bloß ab. Dann können wir mal in Ruhe hier rumgehen. Und ich brauche nicht immer nur sabbeln, 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 sabbeln. Seid ihr jetzt weg? Aha. In diesem Dorf gibt es Kinder im gleichen Alter wie ihr. Bitte werdet Freunde. Das ist jetzt euer Haus. Oh! Will, Will, schnell hier herüber! Du lebst! Den Göttern sei Dank! Etwas Schreckliches ist uns passiert. Ein Mann, der sich Schakal nannte, suchte uns mit seinen Schergen heim. Nur knapp konnten wir ihm entkommen. Selbst Großvater geriet in Panik. Dann kam ich auf die Idee, sie zu vergiften mit einem Stinktierkuchen. Schließlich floh ich. Hab Dank, Lilly. Ich wusste nicht, dass Prinzessin Kara auch gekommen war. Niemand hat sie gebeten, mitzukommen. Das hier ist mein Haus. Schau dich im Dorf um, aber komme dann wieder hierher zurück. Lilly, warte. Ich komme mit. So, tschüss. Kannst du noch mit deinen Eltern reden? Großeltern? Nö, jetzt wollen sie nichts mit dir zu tun haben. Ach, cool. Ja, gehen wir hier rein. Lillys Haus. Ja. Der Dorfälteste ist im Blumengarten. Er ist sehr alt und weise. Möchtest du ihn sehen? Mal gucken. Ein schönes Dorf. Der Wind ist so erfrischend. So, Opa. Triff einen alten Mann im Dorf. Er hat dir etwas zu sagen. Ich spüre, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Meinst du? Das könnte gut sein. Doch, durchaus. Wir sind ja auch erst am Anfang des Spiels. Da wird noch einiges passieren, Leute. Wer ist das denn? Viele Menschen kamen hierher, um den Schatz der Inkas zu finden. Aber viele von ihnen haben die Ruinen der Inkas nie wieder verlassen. Oh, gegen Schatz hätte ich auch nichts. Einen Schatz finden wäre cool. Die Ruinen sind ein altes Grab. Warum störst du seinen Frieden? Seinen? Die Ruinen sind seinen Frieden. Ach, des Grabes, oder was? Klingt ein bisschen komischer Satz, aber okay. Da können wir nicht hoch. Da könnten wir hoch. Was ist hier denn? Water. Okay, da oben könnte... Ja, da gehen wir gleich mal hin. Ich will mal gucken, was hier ist. Hui, ja, ja. Du bist kein alter Mann. Die Inkas, die hier lebten, waren ein Volk ohne Schrift. Ihre Legenden leben in Liedern weiter. Auch in scheinbar bedeutungslosen Melodien steckt ein Sinn. Ja, das haben wir mittlerweile schon rausgefunden. Eine Melodie haben wir ja schon kennengelernt. Ach, da geht's zur Karte zurück. Das will ich noch nicht. Was, dich hatten wir auch schon. Na gut, dann müssen wir wohl doch an die Ruinen da oben rein. Also wir werden noch andere Melodien kennenlernen in diesem Spiel. Oh, da ist ein Portal. Man sagt, kurz vor der Zerstörung der alten Welt erschien ein Bote an diesem Ort. Okay. Danach verbreiteten sich Seuchen und Hunger über die ganze, gesamte Welt. Und du? Renne diesen Abhang hinab und dann immer weiter. Du wirst überrascht sein. Ja, das machen wir gleich. Ich will mal eben kurz abspeichern. Das haben wir wohl gesehen, dass da ein Portal ist, ja. Oh, wir kriegen eine neue Fähigkeit. Du bist verwundet, schließe deine Augen. Okay, Tatsache. Ach ja, richtig. Stimmt ja, deswegen war ich ja so froh, dass das Kämpfen vorbei war. Wills Kraft, der Psycho, oder entweder, ich sag mal, der Psycho Dash. Er kann damit Hindernisse zerstören. Achte auf verdächtige Stellen. Findest du eine, versuche sie zu zerstören. Ja, wir speichern ab und das ist eine ganz gute Fähigkeit. Praktisch wie so ein Rambock. So.
Gib mir die Fähigkeit, bitte. Da ist, bewegt sich diese Kugel. Psycho Dash! Psycho Dash! Psycho Dash! Kraft kann nun verwandt werden. Ja, das war gerade von... Kennt ihr eine schrecklich nette Familie? Al Bundy? Der guckt immer eine Serie namens Psycho Dad. Daher kam ich gerade da drauf. Nur Will kann den Psycho Dash einsetzen. Du kannst Hindernisse und Wände zerschmettern, indem du dich dagegen wirfst. Benutze den Angriffsknopf, um Energie zu sammeln. Da, jetzt werden wir grün. Und dann düsen wir los. Bam. Cool. Ist eine einfache Sache. Und das werden wir gleich, glaube ich, auch anwenden. Aber erstmal werden wir jetzt diese Sprungschanze hier ausprobieren. Ja! Oh! Wow! Geil! Das war mal ein Sprung. Cool. Fremde Stimme. Ich habe auf dich gewartet, Will. Ich habe Angst. Da ist eine Höhle. Da wird wohl der alte Mann leben. Der alte Mann und der Berg. Oh. Coole Musik. Die Musik gefällt mir. Da ist Widerstand. Okay. Aufladen. Und... Batz. Die Musik gefällt mir sehr gut hier. Ich würde am liebsten da bleiben. Also entweder sieht das für mich jetzt aus wie ein goldener Schweinekopf oder ein goldenes Telefon. Könnte beides sein. Du hast die Inka-Statue A gefunden. Ach doch, wir müssen doch was finden. Jetzt fällt mir das gerade ein. Jetzt wohl, ja. Mhm. Wir müssen 6 Inka-Statuen finden in diesem Spiel. So war das. Wo kann man die denn nochmal sehen? Hier! Nee, kann man irgendwie nicht. Ah, nee! Alles klar. Nein, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber ihr seht links und rechts von unserem Menü diese 6 Podeste. Und da müssen wir was drauf sammeln. Was war denn das nochmal? Das ist jedenfalls das Spiel... des Spiels... nee, das Ziel des Spiels, so. Nicht das Spiel des Ziels. Das Ziel des Spiels ist es, diese 6 Statuen zu finden. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das für Statuen waren. So. Hinunter! Ja! Wutz. Nein, ich hab's nicht geschafft, scheiße. Ich hätte noch weiter düsen können. Nein! Zurück, 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 zurück. Ich will doch mit der Inka-Statue erstmal... Nee, wie kam ich jetzt nochmal dahin? Hier lang. Zu unseren Kollegen hin. Aber ich habe doch noch immer noch nicht mit dem alten Mann gesprochen. Mal eben gucken, was Lilly zu sagen hat. Was? Das Mondvolk? Ja, ich hörte davon. Es soll merkwürdige Schattenwesen sein. Eine Bergspitze, ganz in der Nähe. Sie ist zu ihrer Heimat geworden. Möchtest du dorthin gehen? Ja, lass uns gehen. Okay, ich werde euch führen. Ich gehe mit. Ich will auch das Mondvolk sehen. Ich war ich war eine Gefangene in dem Schloss. Nun möchte ich alles hören und sehen. Nein, das ist zu gefährlich für eine Prinzessin. Wenn du Will nicht verärgern willst, solltest du einfach hier warten. Ich scheine die Einzige zu sein, die nicht mitgenommen wird. Das werde ich um Alola sagen. Buhu, buhu. Die heult komisch, ne? Finde ich auch. Sie ist beleidigt. Das ist die beste Medizin für ihre arrogante Göre. Für eine arrogante Göre hat sie recht. Der Bergpfad wird schwer zu bewältigen sein. Doch wir gehen unserer... Wir geben unser Bestes. Will und Lilly begeben sich zum Gipfel. Dort lebt das Mondvolk.